Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bully, die Ehrenrunde. Wie immer natürlich Dankeschön für das Feedback auf die letzten Folgen. Danke an jeden Supporter. Lasst auch hier gerne ein bisschen Liebe da für das Video, wenn euch das Ganze gefällt und ihr mich unterstützen wollt. Macht das, wie gesagt, gerne einfach mit einem Like. Ich würde sagen, wir starten direkt durch mit der nächsten Mission. Werft auch gerne einen Blick in die Videobeschreibung für das Gewinnspiel von meinem Partner Instagaming. Könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Und ja, jetzt geht's aber los. Direkt die nächste Mission. Hopkins! Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe you're a little young. Better keep this out of harm's way. Are you gonna be all right, sir? It's that pompous-ass Patrick. He's bad-mouthing me all around the staff room. Why? He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with, and then really give them something to complain about. Ah, the treacherous Machiavel. I love it. Good. Me too. So, gehe zum Schulparkplatz. Machen wir. Ja, Freunde, vielleicht habt ihr es mitbekommen, die letzten Tage, da war ein extremes Gerücht am Start, dass Bully 2 angeblich doch in Entwicklung ist aktuell und dass es angeblich auch hätte gezeigt werden sollen zu den Game Awards, weil es irgendwie so ein Leaker rausgehauen hat. Allerdings hat sich das leider als nicht wahr, aber, also leider war das doch nicht wahr. Einfach. Das ist schade, Alter. Ich habe mich schon richtig gefreut. Aber leider nicht. Leider nicht. Wäre geil gewesen, Mann. Wäre geil gewesen. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Freunde. So ein bisschen ist sie auch aufgeflammt durch diese durch diese Leaks. Es würde sich ja anbieten, Mann. Wie gesagt, das haben wir ja schon tausendmal besprochen jetzt. Egal, was Rockstar macht. Egal, was Rockstar macht, wenn sie da auf jeden Fall Mühe und Zeit investieren und ihre Qualitäten, die sie einfach nur mal haben, dann wird jedes Spiel eigentlich geil. Es kann theoretisch geil werden. Was auf jeden Fall wird, erfolgreich. Erfolgreich werden die Spiele auf jeden Fall. Ja. Und wie gesagt, wenn sie sich da Mühe geben, nicht wie bei GTA Trilogie, das irgendeinem anderen Studio geben, das dann anscheinend unter Zeitdruck setzen, die dann drei Spiele gleichzeitig machen müssen, mäßig. Aber ja, wenn Rockstar sich an ein Spiel setzt und das, ja, das richtig macht, dann werden die immer geil die letzten Jahre. Ja, also. Es wäre so schön. Es wäre so schön. So schön, so schön. Naja, mal schauen, ne? Mal schauen, ob da vielleicht doch nochmal irgendwie in Zukunft irgendwas verkommt. Ich hoffe ja immer noch, dass wirklich Hogwarts Legacy so ein bisschen in die Richtung geht. Natürlich wird es nicht diesen dreckigen Humor haben wie bei Rockstar, bei den Rockstar Games. Aber ich meine, dass du da halt deine Mission machst und trotzdem immer wieder in Schulunterricht musst. Und ja, also, das wäre richtig geil. Ich freue mich extrem auf Hogwarts Legacy nächstes Jahr. Wenn es denn kommt. Okay. Alter, wie lange dauert das, ey? Also, wie viel muss ich zerstören? Guck mal, wie langsam die Leiste nach oben geht. Was soll das? Alter, was geht ab, ey? Hilfe! Hilfe! An die Mission kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, ey. Wir checken auch gar nichts, wa? Komm, gleich haben wir es.
muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss weg, 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 weg. Rettung mein Leben! Holy shit, holy shit! Holy shit! Komm, 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 komm! Jimmy! Renn um dein Leben, renn! Jawohl! Was wollt ihr, hä? Was wollt ihr? Kommt doch, kommt doch! Lass mich doch mal die Kamera drehen! Mein Gott! Kommt doch! Kommt doch, ihr Schweinebacken! Jawohl, geil. Okay, nächste Mission. So, okay, Date der Köchin. Störe das Date nicht, verstecke dich im Baum. Was ist das für Musik, Alter? Wie geht der richtig ab? Ja, Jimmy? Jimmy, zieh dich doch hoch, Alter. Was ist das, Mann? Schon verkackt. Warum zieht er sich denn nicht automatisch hoch, Alter? Dann drücke ich irgendeinen Knopf und er lässt sofort los, ey. Irgendwas muss ich ja drücken. Ah ja, okay. Ah, there you are! Romantik. Pure Romantik. What are you doing? You stink like cheap perfume. Like, did you drink a whole bottle or something? Look at you. I know. I've spent many years slaving away to get this good. It didn't come easy, I'll tell you that. You know, Edna, I was quite surprised. Are you like... What a hinten. I never knew you were interested. Ihr seid ja nur neidisch. Komm, du willst auch, oder? Kids are so silly, I hate most of them, the obnoxious little brats. Ah, the foolish infatuations of youth. I suppose my mastery of the fascinating subject of chemistry could quite affect the young I thought I smelled. Oh, yes, me too. I imagine they'd be constantly thinking about your bald head. The beads of sweat on your forehead and the way your lab coat clings ever so snugly to your backside. Sounds like you've, given it some thought. Oh, yes, it's obvious, isn't it? Your coffee is getting cold, Watsy. Junge, was ein Date, ey. Alter, was hat die denn da reingemischt? Fumes from the lab. Yeah, that's probably it. Have some more coffee. But feeling not good. Oh, I better go. Alles klar. So macht man das, ja? Ist sie nicht eine Schönheit? Oh no! The visions are back! Get back, foul fiends! Oh, come on, gorgeous. It's about time I show you what I know about chemistry. And a little biology. Okay. Hey, $50, Alter! Na gut. Ain't no stopping Jimmy Hopkins. So sieht's aus, Jimmy. Okay, nächste Mission. Ach cool, Freunde. So, also Höschenjagd-Mission. Und es hat tatsächlich sogar das gespeichert, Alter. Krass. Obwohl die einmal abgebrochen wurde. Cool, Mann. Jetzt muss ich halt nur es diesmal schaffen, Freunde. Diesmal mache ich auch keine Faxen. Not bad. So.
Sie ist natürlich genau in dem Zimmer, wo ich rein muss. Na los, versteck dich! Nein, kannst du nicht. Du kannst nicht noch mehr Zeit verschwenden. Bing, 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 bing. Hat sie es gehört? Okay, das haben wir auch schon. Ach stimmt, das war das Problem, dass ich nicht weiß, wo ich hin muss. Hab ich's? Hat's jetzt geklappt? Ja, hat. Oh shit. Ich war's nicht. Ich war's nicht. Are worth all the trouble I just went through. Yes, thanks for this laundry. Here's some money for your troubles. That's that nonsense dealt with. Ja, was ist das? Was ist die andere Mission? Ein bisschen Hilfe. Nee, ach so, Greaser Herausforderung. Ein bisschen Hilfe. Obwohl, wir haben Speerstunde schon. Okay, Freunde, jetzt haben wir nochmal schnell eine Runde, Unterricht halt. Ist das jetzt hier wieder Werkunterricht? Arbeitslehre, meine ich. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist beim ersten Mal mit dem Stick. Ich hab's ja probiert, aber... Jim, go stand over by the bike workstation. Wait, I don't get to work on cars? Cars are for seniors. You gotta walk before you can run, boyo. Ich werd's wahrscheinlich wieder verscheißen. Ja, direkt. Ich verstehe es nicht, Freunde. Ey, klärt mich gerne auf. Ich habe keine Ahnung. Ich drehe jetzt wieder vorher, weil ich jetzt weiß, was kommt. Aber wenn ich anfange, dann habe ich direkt verkackt. Ich verstehe es nicht. Was muss ich machen, ey? Also, wie muss ich das Drehen anfangen? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Good work, Hopkins. Ich versteh's nicht, Freunde. I guess you're not useless. Jetzt dreh ich vorher schon, weil ich weiß, was passiert. You're showing promise, Hopkins. Muss man es auswendig lernen, Freunde? Ist es wirklich das vielleicht? Ich weiß nicht. Also, wie gesagt, wenn es mir angezeigt wird und ich fange dann erst an zu drehen, jedes Mal kommt Scheitern, obwohl ich ja in die richtige Richtung drehe. Und auch schon darauf geachtet habe, wo fängt der Kreis, also dieser Pfeil in der Drehung an, wisst ihr? Keine Ahnung, Mann. Alles falsch gemacht. Aber anscheinend muss man sich das einfach vorher merken, ne? Gut, wo sind die nächsten Missionen? Ach so, die sind in der Stadt. Okay, gut. Dann baller ich da mal kurz hin. So, die nächste Mission. Lolas Rennen. Of course I love you, Johnny. No, you don't. Love is complicated. That didn't seem complicated between you and that Gordo kid. I'm gonna kill him! Johnny, please! We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off! Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey, what are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two. You're both so straightforward. Forward, so quick to judge, so fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so excited. Alles klar. Mal wieder ein Race. Let's do it. So sieht's aus. Du kleiner Kackfleck. Das ist schon eine miese Bitch, oder? Man stellt euch mal vor, ein zweites Bully, ey.
wie ich schon beschrieben habe, Jimmy einfach älter, eine Schule weiter quasi mäßig, aktuelle Optik, aktuelle Steuerung, aktuelle Qualität der Story, was Rockstar einfach drauf hat, wie gesagt, so was sie abgerissen haben bei Red Dead 2 ist einfach zu krass, man. Einfach immer noch übertrieben geil, einfach. Das wäre so geil, man. Die Musik ist so nice, ey. Boah, geht das hier? Boah, Alter. Leben am Limit Style. Leben am Limit Style. Oh, aus dem Nichts kommt es. Die Musik ist so geil, oder? Alter, was ist mit der Kamera? Ich hätte bestimmt abkürzen können, ja, scheiße. Ich fall zurück, ja, das sehe ich selber, ey. Oh, da hätte ich auch abkürzen können wieder. Mann, ey, ich sehe es doch auf dem Radar sogar. Du Sau, du! Einfach rübergejumpt, gar kein Problem. Oh shit, muss man eigentlich durch die Dinger fahren? Ich habe das nicht, ich habe irgendwie nicht den Eindruck bei denen, die fahren einfach dran vorbei. Ja. Holy shit, der will's wissen, ey. Oh shit. Yeah. Ihr Schweine. Da fress mein Staub. Jawohl, easy going, ihr Loser. Die Musik, ey. Zu nice. Alright, Jimmy, you won. Well, of course, my bike wasn't tuned right. I'm gonna head to the shop and do some work on it. More bike talk? I'll meet you guys later. Hol doch. I think I'm in love. Alles klar. Jimmy. Wasn't that great? Jimmy hat's drauf, Mann. Alright. Alright, yeah. Nächste Mission. Okay. Das Mietshaus. Ey, was wollen die? Direkt attackieren die mich wieder. Hey, good looking. What's up? Oh, you're so angry. But I think you've got a softer side. Haven't you caused enough trouble? That's not fair. I'm a nice girl. I'm nice to everyone. Now, everyone hates me. Look, I'm sorry. Well, okay. But now Johnny and his boys won't even speak to me. Boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy. It wasn't like that. I'm not like that. Okay. But I left all my things in the abandoned tenements where they hang out. My address book, my keys, my perfume, my lipstick, even my laundry. Everything. Now I've got nothing. I don't have much money. That's too bad. Maybe you could get them back for me? You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? I'd be very grateful, Jimmy. Very grateful. Alles klar. Gut. Ziehen wir es durch, wa? Okay, so. This might be useful. I can use that. Oh, cool. Cool, noch so ein Teil gefunden. Sammle so Lolas Sachen ein. Schnauze! Ohne Witz, so geil. Bon voyage! Leck mich am Arsch! Schnauze! Steh doch auf, du Loser! Steh auf, komm! Ey, die Schleuder ist einfach der Beste. Sometimes I wonder what I did for my parents to send me here. Boo hoo! I turn off the waterworks. Ist hier auch noch was drin? If I don't get out of here,
my mind out. Finde einen Weg, die Mauer einzureißen. It just sucks that smoking's bad for you. Boo! I turn off the waterworks. Finde einen Weg, ja, aber wie? Boah, Alter, diese Kamera schon. Von oben vielleicht? Keep running! Was, willst du ein Duell haben? Willst du ein Duell haben? Ja? So, das war's nämlich auch schon. Keine Ahnung, ja. Vielleicht wirklich von oben oder sowas. Ihr könnt nichts machen! Ja, treffen musste man, ne? Mann, Alter, diese Steuerung teilweise. Hier ist auch nichts. Ja, es bringt ja auch alles nichts hier abzuklappen, ne? Boys, it's Jimmy! Back me up! Alter, wo kommt der denn her? Jawohl. Du Sau, ey. Ich glaube, ich muss hier weiter hoch einfach. Oh shit, was geht jetzt? Whoa, whoa, what are you doing here? Taking out the trash. Okay. Like that's what I have to do. I just love wrecking things with my hammer. Wo ziehst du hin, Jimmy? Aua! Einfach draufschlagen? Also draufschießen oder was? Oder muss ich ihn irgendwie dazu bringen, dass... Wahrscheinlich muss ich echt einfach nur den platt machen. Also ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern, ey. Kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich schieße jetzt einfach mal drauf, ey. Komm, Norton, lass doch gut sein, Mensch. That's what I'm talking about. So. Okay, hier auf jeden Fall schon mal nicht, oder was? Oder war das jetzt einfach nur ein Fail? War das jetzt ein Fail oder geht es einfach nicht? Ich glaube, es war ein Fail, wa? Warum trifft er denn da nichts? Ja, jetzt. Hä? Komisch. This looks useful. Wäschesack. Boah, diese Kamerasteuerung, es ist fürchterlich, fürchterlich. So, eine Sache noch. Jimmy! Nein! Jimmy, komm! Das zum Beispiel. Warum hat das jetzt nicht geklappt? Oder das jetzt hier? Ich glaube, ich muss irgendwie so einen gewissen Abstand haben. Warum? Wisst ihr? Was? Wisst ihr? Also, warum? Oder kann ich die nicht? Doch, oder? Jetzt. Ah, ist klar. Weißt du was? Leck mich einfach. Leck mich einfach am Arsch. Vielleicht kann man die einfach nicht einschlagen, aber die sah genauso aus. So. Raus hier, raus hier, raus hier, raus hier. So, zack. Let's go, let's go. Ein Beutel Mumeln. Gut, bringen wir noch schnell die Sachen zurück zu ihr.
Okay, da ist sie doch schon. Thanks, honey. You're great. Na klar doch. You're amazing, you know that? You speared my lipstick, you beast. Alles klar. There was never any doubt. Okay, hier wäre direkt die nächste Mission, aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal für eine Folge, oder? Das ist auf jeden Fall ordentlich was dabei gewesen an Missionen für euch. Ich danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und mit den Missionen da drin. Und ja, lasst gerne weiter ein bisschen Liebe da. Würde mich sehr freuen. Haut rein und tschüss.